Hallo liebe Camper, hier wieder ein kleines interessantes Video von Mika Caravan. Was wir hier sehen, ist ein Monitor, da verbauen wir gerade die 360 Grad Kamera von Karatek. Vogelperspektive, dazu müssen wir vier Kameras montieren. Hier haben wir den Monitor hergemacht, da unten sehen wir noch ein bisschen den Kabelsalat. Ich stehe in einem Phoenix auf Iveco-Fahrgestell, wie ihr seht. Ganz tolles Auto aus dem Baujahr 2010. Und hier verbauen wir jetzt das Kamerasystem. Hat folgenden Hintergrund, damit man einfach sich wesentlich leichter tut, weil das ist ja schon ein ziemlich großes Fahrzeug, wo man sich einfach ein bisschen leichter tut mit dem Einparken, weil man dann aus der Vogelperspektive seine gesamten Ecken des Fahrzeuges sieht. Da hole ich euch dann gleich nochmal dazu, wenn wir es kalibriert haben und dementsprechend auch hier das Bild empfangen. Hier sind wir jetzt gerade am Anschließen. Ihr seht, hier unten haben wir die ganzen Kabel liegen. Ist natürlich ein bisschen ein Geschäft, nur dass ihr das versteht, weil wir müssen natürlich von den Seiten entsprechend, also hier haben wir zum Beispiel eine Kamera in dem Fach, genau. Und hier hinten, wo das Fach offen ist, haben wir eine Kamera hier, genau. Jetzt gehen wir mal ein bisschen auf Weitwinkel, kleinen Moment. Und die ganzen Kabel müssen natürlich entsprechend dann nach komplett vorne verlegt werden, um dass wir dann hier in Zentraleinheit hier dann alles bündeln und dementsprechend anschließen. Da gibt es natürlich einige Dinge zu beachten, wenn man so ein System verbaut. Man kann ja die Kameras einfach wahllos anbringen, sondern das muss schon alles mit System und ordentlich gemacht werden, weil danach muss ja das System in der Lage sein, die ganzen Kameras auch zusammenzuführen, um ein vogelperspektivisches Bild darzustellen. Und dazu gehen wir jetzt mal kurz nach außen. Hoppala. Und hier sehen wir gleich, haben wir die erste verbaut. Und wichtig ist, dass die zwei Kameras von den Seiten zum Beispiel exakt in derselben Höhe verbaut sind. Und die vordere und hintere sind mehr oder minder egal. Jedoch die links und rechts sollten schon relativ gleich hoch oder sollten exakt gleich hoch verbaut werden. Hier haben wir die hintere Kamera verbaut. Die fallen auch überhaupt nicht auf. Hier an der Seite kommt jetzt dann noch die Seitenkamera. Und vorne haben wir natürlich auch eine verbaut. Die haben wir knapp unter der Windschutzscheibe gesetzt. Die haben wir hierher gesetzt, genau. Und somit setzt das System dann die ganzen Bilder zusammen und fügt die zu einem vogelperspektivischen Bild zusammen. Also ganz tolle Geschichte. Da bin ich richtig gespannt, wie das dann ausschaut, wenn es fertig ist. Übrigens ein echt tolles Fahrzeug, der Phoenix. Also der gefällt mir richtig gut, auch von der Inneneinteilung. Ich liebe ja Hecksitzgruppen. Also da bin ich ja richtig Fan davon, weil da hat man einfach ein richtig schönes Raumgefühl. Und ja, da macht es dann richtig Spaß. Jetzt hole ich euch dann später noch dazu, wenn wir die Kameras einjustieren. Jetzt müssen wir es nur anschließen. Die andere haben wir hier noch verbaut. Und wenn wir die dann alle dran haben und gar angeschlossen haben, das dauert nicht mehr allzu lang, weil es fehlt nur noch eine. Und dann hole ich euch wieder dazu und dann nochmal das Ganze mal kalibrieren. Und da freue ich mich schon drauf. Also bis später. Ja, leider hat es jetzt nicht geklappt mit der 360-Grad-Kamera, weil der Kunde dann nach dem Einmessen relativ schnell weg musste. Ich blende euch aber jetzt hier die Bilder ein, wie die Perspektive ausschaut und wie die Kamera sich verhält während der Fahrt. Dann mache ich die Tage ein spezielles Video bei der nächsten Kamera, wo wir verbauen, und nehme euch da wieder mit. Bis dahin, alles Gute und ganz lieben Dank, und verzeiht mir, dass es jetzt leider das vollendete Projekt euch nicht ganz zeigen kann, aber das nächste Mal umso intensiver.
Dennoch freue ich mich natürlich über jedes Like von euch und über jede Reaktion, auch über die Kommentare unter dem Video. Ich kann mir bloß dafür entschuldigen, dass es nicht geklappt hat. Der Kunde ist auf einmal weg, aber ich wollte euch den ersten Teil auch nicht vorenthalten. Bitte verzeiht's mir und dennoch ganz lieben Dank und liebe Grüße aus Dinkelsbühl. Bis bald. Tschüss.